Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um das Problem der 1,8 und 2,0 TFSI-Motoren von Audi. Viele Leute, die dieses Modell fahren und kennen ja das Problem, dass sie einen extrem hohen Ölverbrauch haben, was unter anderem ja auch baubedingt ist, wo wir aber oder wo es auch eine Lösung gibt, um das verhältnismäßig günstiger zu kontrollieren und vielleicht auch sogar in den Griff zu bekommen. Ich habe einen YouTube-Channel, der sich überwiegend um BMW-Sachen, sag ich mal, kümmert. Aber in diesem Fall fand ich einfach, weil mir das Problem sehr bekannt ist, dachte ich einfach, dass ich mal euch ein Hilfevideo auch auf dieser Plattform biete. Ich bin gerade bei Walter Wagner zu Besuch Ja, hallo Mike. und freue mich, dass ich hier sein kann. Und wir haben schon in der Vergangenheit ein paar Videos gedreht über Mikrokeramik und über die Produkte, die du im Angebot hast. Und da haben wir gerade hinter den Kulissen ein bisschen diskutiert und haben ein Video über den Motorcleaner gedreht, wo wir da sehr ins Detail über die Anwendung und meine Erfahrungen gegangen sind. Und in dem Zusammenhang kam genau dieses Problem mit dem 2,0 oder 1,8 TFSI-Motoren von Audi, VW, Skoda, Seat aus, weiß die Baujahr gar nicht so genau, ich glaube 2008 bis 2014 oder 15. Und da kennt halt Walter Wagner ziemlich viele Informationen, die er mal ausplaudern könnte. Und die möchte ich natürlich ganz gerne mit euch teilen. Und weil wir haben immer im Vordergrund die Hilfe, deswegen mache ich auch den Channel, dass ein bisschen dokumentiert und geholfen wird. Und das fand ich eigentlich war echt was sehr Wertvolles, was ich euch mit an die Hand geben wollte. Und in dem Zusammenhang leite ich dann direkt mal weiter. Ja, vielen ist das Problem bekannt, aber nicht wirklich die Ursache. Ja. Für die es nicht bekannt ist, ist es so, dass die VW-Gruppe hat hier in diesen Jahren ein Geld gesparen wollen. Dass indem die Ölabschleifringe letztendlich die Breite der Ringe zu schmal ausgefallen sind. Ich nehme an, dass es eine Optimierung in Richtung Kostenoptimierung war. Letztendlich ist es so, dass wir jetzt hier ein massives Problem in der Praxis haben, dass diese zu klein geratenen Ringe und die Ölbohrungen letztendlich verstopfen und somit der Ölabschleifring seine Arbeit nicht mehr zu 100% durchführen kann. Das Ergebnis ist, dass das Öl nicht praktisch ausgeleitet wird, sondern das Öl letztendlich nach oben geschoben wird und mit verbrennt. Und somit kommen wir zu Ölverbräuchen pro 1000 Kilometer von bis zu 2 und mehr Liter, was natürlich kritisch ist. Ja, weil ich dann, sag mal, wenn ich eine Tour mache, dann muss ich ja schon 5 Liter Öl mitnehmen. Ja. Oder wenn ich in der Woche 2000 Kilometer runter habe, muss ich mit 5 Liter Öl kalkulieren, was ja auch ins Geld Das ist fällt. wahnsinnig, ja. Und letztendlich ist es so, dass hier eine Lösung gibt oder wir möchten eine Lösung anbieten. Die Lösung, die der VW-Konzern anbietet, ist letztendlich komplette Motorrevision, was ungefähr 4000 Euro kostet. Und die Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben in den letzten Jahren, ist es so, dass wir hier eine Hilfestellung geben können und zwar mit dem Motorcleaner. Und zwar ist es so, dass wir mit diesem Produkt ja schon langjährige Erfahrungen haben, indem wir eben Schmutz lösen können, den Schmutz im Öl einbinden können und somit letztendlich diese kritischen Bauteile am Kolben letztendlich perfekt zu reinigen. Und das machen wir mit dem Motorcleaner. Ja, das heißt, wir planen Ölwechsel. Wir geben den Motorcleaner ins heiße alte Motoröl und in dem Fall fahre ich eine Stunde damit. Ja, das heißt, ich kann ohne weiteres fahren, also nicht nur, wie wir angeben auf den Dosen, dass es im Standgaslauf zu laufen hat, sondern wir werden damit fahren. Und zwar bis zu einer Stunde und auch länger. Ja. Gibt es da eine Kilometerbegrenzung oder einfach Ja gut, ich sage mal, es geht um die Zeit, ja, die Zeit, die die einwirkt. einwirkt. Ja. Sicherlich sollte ich jetzt keine Hochgeschwindigkeitsfahrten auf der Autobahn durchführen, sondern vielleicht mal eine sinnvolle Stadtfahrt. Die ich hier oder eine Besorgung, die ich habe, das praktisch im Rahmen dort einzubinden und dort über längere Zeit, sprich jetzt eine Stunde oder 1,5 Stunden maximal, dann das Fahrzeug bewegen und dann Öl- und Filterwechsel machen. Ja. Bei extrem hohen Ölverbräuchen würde ich dieses ganze Prozedere nochmal wiederholen, indem ich jetzt wieder frisches Öl hole. Ja, kann auch ein billigeres sein. Nochmal den Motor, also nochmal heiß fahre, nochmal den Motorcleaner reingebe und das ganze Prozedere nochmal durchführe.
um somit letztendlich auch die letzten Reste des abgelagerten Verschmutzungen in den Ölabstreifringen herauszuholen, um somit letztendlich einen total sauberen Motor zu bekommen. Ja. Sicherlich ist das Prozedere aufwendig, aber was bleibt doch letztendlich den Kunden übrig? Ich kann jetzt entweder sagen, ich fahre jetzt so weiter mit dem hohen Ölverbrauch, was ja auch ins Geld geht, oder ich mache jetzt mal einen Schwenk zu Wagner, teste den Motorcleaner oder setze das um, so wie jetzt beschrieben, und somit letztendlich hier eine Lösung zu schaffen, die dann auf jeden Fall zufriedenstellend sein wird. Ja, ja. Die Erfahrung habt ihr gemacht, ja, mit mehreren Kunden, ja, dass sie dieses Prozedere dann, das ist Wahnsinn, das wiederholt. Ja. Ja. Mhm. Wie geht man denn dann präventiv damit um, wenn man einmal dieses Problem für, also ich habe ja die Information, dass meistens so ab 40.000 bis 60.000 ungefähr der Zeitpunkt ist, wo das anfängt, dass der Ölverbrauch kontinuierlich extrem ansteigt und dann es fast gar nicht mehr zu bewerkstelligen ist, dass der einfach immer mehr steigt und immer nur am Öl nachkippen ist und man gar nicht mehr weiß, wie man von A nach B ohne Reservedose präventiv geht nicht mehr, weil die Motoren ja alle älter sind, die haben alle schon mehr Runde, das heißt, jeder ist mit dem Problem konfrontiert, ja. Und letztendlich bleibt den Kunden nichts mehr anderes übrig, als den Weg zu gehen. Ja. Wenn ich ihn sauber habe oder wenn natürlich jetzt der Motor revidiert ist, ich weiß nicht, was der Motorrevideur macht, mit Sicherheit muss er dann einen anderen Weg einschlagen. Also da habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt, was im Detail gemacht wird. Ob dann eben andere Kolben eingesetzt werden mit eben anderen ölabstreifrigen Technik. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, aber vielleicht gibt es in den Kommentaren mal wieder, wer schon das hinter sich hat, was wirklich gemacht wird, würde mich auch interessieren in diesem Fall. Letztendlich ist es so, dass wir hier eine Hilfestellung geben können. Ja. Das Problem werden wir nie lösen können, weil es eben zeigt, dass trotz moderner Kraftstofftechnik, also Benzin ist sauber, eben diese Rußablagerungen entstehen und natürlich auch Öl mit verbrennt. Ja, und letztendlich, wie wir dieses Problem, also die bauartbedingte Problem, können wir nicht lösen. Wir können hier nur letztendlich eine Hilfestellung geben, um den Ölverbrauch mal runterzuholen, um sich das alles wieder zu harmonisieren. Ja. Das können wir machen. Also das heißt im Prinzip, dass man, wenn es noch nicht so schlimm ist mit dem Ölverbrauch, schon mal anfangen kann mit dem Motorcleaner, bevor man diese extremen, also die intensive Reinigung einmal vornehmen muss. Auf der anderen Seite, wenn die intensive Reinigung geklappt hat oder zum Erfolg geführt hat, dass man eher dann zu jedem Ölwechsel dann weiter den Motorcleaner verwendet. Genau. Das möchte ich nochmal euch an die Hand geben. Ich persönlich fahre mit meinem BMW auch für kurze Wechselintervalle. Also ich fahre mein Öl nicht platt, also das heißt der Longlife-Aspekt, den das Öl eigentlich schaffen könnte von 30.000 Kilometer, den halte ich nicht ein, sondern ich wechsle mein Öl jährlich oder alle 10.000 bis 12.000 Kilometer. Und weil einfach ich mir über die Additivierung und Schmierstoff und den Verbrauch des Öls sehr bewusst bin und einfach auch den Motor erhalten möchte. Und da macht es wahrscheinlich auch in dem Sinn jetzt gerade mit dem 2.0 TFSI-Motoren Sinn, auch die Intervalle erstmal zu verkürzen, um vielleicht auch weniger Ablagerungen in dem ganzen System einzulagern. Sicher. Durch die Verbrennung kommt ja immer mehr Schmutz. Das heißt, es summiert sich auf. Und wenn ich natürlich jetzt einschaffen kann, wenn ich es vorher rausnehme, durch einen verkürzten Ölintervall, habe ich natürlich weniger Potenzial an Schmutz, der sich dort ablagern kann. Ja. Okay, das heißt, in dem Fall muss man natürlich den Ölwechselintervall verkürzen oder natürlich sicherlich, wenn er 2 Liter durchzieht auf 1000, dann bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als das permanent zu machen, das von Zeit zu Zeit immer wieder durchzusetzen, umzusetzen. Ja. Also dann im Prinzip durch die Fehlkonstruktion wäre der Masterplan, wenn man das Problem hat, die Extremanwendung und dann für kurze Ölwechsel mit jeweiliger Anwendung immer mit dem Motorcleaner. Ja. Da ich auch sehr gute Erfahrungen gesammelt habe mit dem Wagner Mikrokeramik, will ich auch mal die Frage in den Raum werfen, macht das Sinn, das Wagner Mikrokeramik oder das Mikrokeramikprodukt mit in diesem Zusammenhang zu betrachten? Das macht Sinn, klar. Und aber, wenn wie? Ja, aber, es kommt das Aber. Wenn ich natürlich jetzt den Motor aus welchem Grund nicht sauber bekomme, weil es schon zu spät ist oder einfach nichts mehr zu machen ist, würde ich Folgendes vorschlagen. Ja. Reinigungsprozedere ein- oder zweimal und dann fahre ich mal 500 Kilometer und beachte den Ölverbrauch. Ist der wesentlich zurückgegangen, kann ich die Mikrokeramik einsetzen, okay, um dort eine Verbesserung zu schaffen. Weil ich kann ja das nach 500 Kilometer immer noch einsetzen, ich kann es auch nach 2.000, 3.000 Kilometer einsetzen, die Mikrokeramik. Das heißt, der Zeitpunkt hier spielt jetzt bei diesem Produkt
keine Rolle, wenn ich es einsetze. Jedoch beobachte ich das Fahrzeug und wenn der Ölverbrauch zurückgegangen ist, setze ich es ein. Wenn der Ölverbrauch oder wenn es wirklich zu spät ist, wenn man wirklich nichts mehr machen kann, ja, dann letztendlich setze ich nicht ein. Ja, okay. Ja, das verstehe ich. Weil es wäre jetzt... Das wird ja dann direkt wegverbrannt. Dann, richtig, ja. In dem Fall ziehe ich im Endeffekt das Produkt durch und Effekt ist keiner da. Macht dann auch keinen Sinn, ne? Ja. Ja, das stimmt. Okay. Obwohl ich mit dieser Aussage den Leuten nicht den Wind aus den Segeln nehmen will, dass wir hier sagen wir, keinen Erfolg haben würden, wenn es jetzt nicht klappen würde. Nur was bleibt ihnen anders übrig? Ja? Ja. Das ist die einzige Möglichkeit und auch eine sehr preisgünstige Möglichkeit, dort einzugreifen und den Ölverbrauch zu reduzieren. Andere Möglichkeit sehe ich so jetzt von meiner Stelle aus nicht. Das fand ich war ein sehr, sehr interessanter Aspekt, den ich gerne auch mit dem YouTube-Channel gerne teilen wollte. Auch wenn ich sehr BMW-fixiert bin, ist mir dieses Problem bewusst. Und es gibt ja auch schon Medienberichte, Sat.1 und irgendwelche Sammelklagen oder so. Das habe ich alles schon irgendwie mitbekommen. Da ich, bevor ich so BMW-affin war, sehr Audi-affin war, also VAG-Konzern, ist mir nicht unbekannt. Und demzufolge bin ich auch weiterhin immer informiert, was da auch Sache ist und was dort funktioniert. Und da fand ich einfach das sehr interessant. Ich würde mich wirklich interessieren, das hat Walter auch sehr gut angesprochen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit dem Ölverbräuchen bei euren Motoren? Wie hoch ist er und habt ihr schon eine Verbesserung erzielt? Und was habt ihr gemacht, wenn ihr eine Verbesserung erzielt habt tatsächlich? Also habt ihr die hohen Kosten in Kauf genommen der Motorrevision oder habt ihr sogar einen anderen Weg gefunden oder seid sogar vielleicht genau den Weg gegangen? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Channel subscribt und abonniert und auch gern kommentiert und liked, und dass ich in Zukunft auch weiterhin solche coolen Videos liefern kann und auch hilfreiche Videos euch bringen kann. Und dann bedanke ich mich auch ganz herzlich bei Walter, dass wir hier die Zeit bekommen haben und dass ich hier drehen durfte und die sagen wir, Fachkompetenz anzapfen darf. Ja, Marc, du bist immer willkommen. Das ist sehr schön. Ja. Genau. In diesem Sinne, okay. Bis bald, hat mich sehr gefreut. Tschüss. Ja, ciao.